Hallo Leute, heute nochmal ein Beitrag zu unserem Bunker. Hier im Hintergrund, dieser im Wasser liegt, im Rhein oder im Altrhein bei Dettenheim, im Ortsteil Altdettenheim genau. Und ich wurde gebeten, ich solle doch bitte nochmal hier davon berichten, dass das Gebäude hier hinter mir, dieser Bunker, einsturzgefährdet ist. Und das zeige ich euch mal. Und möchte euch bitten, hier auch nicht mehr den Bunker zu betreten. Hier diese Decke, das ist diese Bunkerdecke, um die geht es. Diese könnte jederzeit hier einstürzen und besteht halt eine Gefahr. Also hier bitte nicht mehr durchgehen. Und dann dort hinten, wo versucht worden ist zu graben, bitte auch keine Aktivitäten mehr zu starten. Das Bauwerk hier, ich zeige es euch nochmal. Von außen könnt ihr das euch ja anschauen. Aber bitte nicht mehr betreten. Ja? Wir wissen nicht, wann die Decke hier nachgibt. Hier sind bloß noch diese Eisenlamierungen, die diese kolossale Bunkerdecke halten hier. Und ja, wann diese Eisenverstrebungen nachgeben, kann es keiner sagen. Aber die Decke hier hängt ziemlich ja, schief und kann jederzeit zu einem Einsturz führen, hat man mir gesagt. Ja, wir schauen uns das jetzt nochmal an hier für euch. Tja, man sieht hier halt noch einiges hier, was sich hier freispült. Noch Dinge vom Bunkerbau damals. Ja. Hier ist dann auch gleich der Rhein hier gut zu sehen. Und dann geht es dann natürlich gleich noch weiter hier, dass sich der Altrhein oder der Rhein mit seiner Strömung hier weiter unter das Bauwerk hier arbeitet. Dieses Stück hier vom Bunker, ich zeige es euch mal, hier, das fällt als nächstes und dann hier diese Stelle hier, das sind diese Eisenlamierungen und wir wissen nicht, wann die nachgeben. Also von außen kann man sich das ja anschauen. Ne? So, das ist, ja, man sieht halt hier richtig, wie dieses Bauwerk hier. So, nochmal aus der Perspektive hier, diese Panzerkuppel und dann die Westseite, das letzte Stück, welches dann hier auch, ja, wenn sich der Boden hier noch weiter hier abspült und abgetragen wird, fällt natürlich das auch hier in den Altrhein. Und nochmal ganz wichtig, hier nicht mehr unter diese Decke gehen. Wir wissen nicht, wann diese nachgibt. Und ich mache extra den Beitrag, damit ihr das wisst und euch nichts passiert. Dann eben hier. Und dann geht es weiter. Die Unterspülung hier in Richtung da rein. Und natürlich unser Ingo, der heute dabei ist hier, der wartet schon, dass er weiter laufen darf heute Morgen, gell? Ingo, du bist ja ganz allieber. Ja, ja, ja. Ja, schon ein guter Anblick hier. Und auch dann noch etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Bitte keine Partys mehr hier feiern. Hier gab es etliche Spuren von leeren Trinkflaschen und ähnlichem und Feuerstellen. Das macht ihr also, wenn es geht, bitte nicht mehr. Dankeschön, Leute. Ja. So, Ingo, und du? Der wartet nur, dass er hier wieder auf Tour gehen darf. So, ich zeige euch jetzt nochmal hier diesen Schiffsverkehr auf dem Rhein, auf der Bundesschifffahrtsstraße. Die machen jetzt Wellen,
beim Hoch- oder Runterfahren vom Rhein. Und die kommen natürlich dann auch hierher durch diese Zufahrt. Und dann gibt es hier diese Wellen, die diese Einspülung hier machen dann. Dann verliert halt natürlich der Bunker hier sein Erdreich als Fundament. Ja, wird man hier noch ein Stück Zaun. Da war man hier, aber Schilder sieht man auch keine mehr. Ne? Ja, Leute, das ist der Bunker. Von oben, wie er hier im Rhein liegt. Der Bunker nochmal von oben. Hier nochmal die Decke von der anderen Perspektive. Da kann man ja gerade hochlaufen auf dem Bunker hier. Da ist der Rhein. Und dann hier diese gigantische Kuppel hier, die es hier gibt. Kuppelanlage. Hier der Bunker von oben. Hier kann man ja gerade hochlaufen. Und dann unsere Panzerkuppel hier. Also auch ein kolossaler Anblick. Und dann gehen wir davor. Hier dann der Bunker, wie er im Rhein liegt. Also hier bitte auch nicht runterlaufen jetzt. Hier auch bitte nicht runterlaufen. Da ist jetzt diese Decke, die in Schieflage geraten ist. Der Rhein nochmal hier. Also bitte aufpassen. Schaut es euch hier auf dem Video an. Das reicht doch auch. Von außen könnt ihr euch den Bunker ja anschauen. Ne? Das ist natürlich bestimmt in Ordnung. Unsere Kuppel mit Sicht auf den Rhein und dann hier diese Plattform, hier stand mal ein Kranen drauf. Ja Leute, ich hoffe mein Beitrag heute hat euch gefallen. Ja, bei Fragen bitte in die Kommentare schreiben und Ingo wartet schon, dass er hier wieder auf Tour gehen kann. Dann bis zum nächsten Mal Leute. Ne? Macht mir einen Daumen nach oben oder nach unten für den Beitrag hier. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.